Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute geht es hier um eine Schnitzübung und zwar um einen Fuß. Mir lag das jetzt einfach mal am Herzen, dass man mal so ein bisschen diese groben Schnittabfolgen hat, wie man so einen Fuß herausarbeiten kann. Denn das ist ja oft so ein Knackpunkt an einer Figur, wenn man wirklich mal jetzt zum Beispiel einen Akt oder sowas darstellen will. Wie schneide ich denn diese Füße heraus und wie komme ich da mal einfach systematisch an die Form heran? Und das kann man ja auch auf andere Gliedmaßen und den ganzen Körper letztendlich übertragen und dafür soll das Anregungen liefern, dass du so für deine Schnitzarbeiten da vielleicht was anwenden kannst. Am Ende, du musst ja das System irgendwie verinnerlichen und ich denke, dafür kann das mit diesem kleinen Fuß dienen. Und wenn die Figur natürlich einen Schuh anhat, geht es eigentlich noch einfacher, aber vom Grund her genauso. Natürlich würde ich mir dann individuell angucken, wie dieser Fuß mit dem Schuh genau aussieht und noch Hose und so. Also da musst du natürlich dann noch weiter arbeiten und nachdenken, wie du das dann schneiden kannst. Aber hier arbeite ich jetzt erstmal an diesem kleinen Fuß. Ich hatte mal so ein Modell gemacht aus Ton, was dann ja gebrannt wurde und jetzt habe ich hier dieses Keramik-Fußmodell stehen und danach möchte ich gern mal arbeiten. Ich wünsche allen viel Spaß beim Zuschauen und beim Schnitzen dieses kleinen Fußes. Ich habe hier mal was vorbereitet und zwar steht dieser Fuß hier bei mir im Regal. Den habe ich schon vor einigen Jahren mal hier auf diesem Kanal modelliert. Ich weiß, viele schauen das nicht unbedingt als erstes diese Modelliervideos und deshalb mache ich jetzt mal ein Schnitzvideo damit. Der dient mir jetzt wirklich nur als Vorlage für das Schnitzen, wenn man sowas nicht hat. Man kann sich auch bei anderen Schnitzkollegen solche Abgüsse bestellen. Auch in kleineren Formaten gibt es sowas. Oder eben nach Bildern arbeiten oder Anatomiebücher. Da empfehle ich den Bammes, weil der das Ganze schon mal grundlegend runterbricht, systematisiert und das will ich dann auch machen. Ich will es jetzt aber ganz einfach halten. Ich habe die Erkenntnis gewonnen aus, man kann das aus Anatomie, aus Künstleranatomiebüchern oder nach eigenen Messverfahren gewinnen, dass dieser Abstand hier vorne vom, von der Vorderkante des Schienbeins bis hier vorne zur höchsten Spitze beim zweiten Zeh oder beim großen Zeh, dass das ein Zehntel der Gesamtgröße der Person ist, die also diesen Fuß hier besitzt und hat. Wenn wir also sagen, wir haben jetzt eine kleine Figur von 20 cm, dann müsste ein Zehntel an dieser Figur 2 cm sein. Also 10%, der zehnte Teil einer Figur, das beschreibe ich mit einem Zehntel. Und mit diesem Zehntel kann man unglaublich viel messen. Man kann zum Beispiel das Gesicht, das Gesichtsfeld vermessen bis zum Haaransatz oder eine Hand, dass die eben ein Zehntel beträgt oder dass hier dieser Abstand, der halbe Teil wäre dann sozusagen ein halbes Zehntel und genauso verhält es sich bei diesem Fuß. Ich habe das jetzt schon mal hier auf ein halbes Zehntel eingestellt, denn wenn ich jetzt hier meine Kante verlängere, vorne an diesem zweiten Zeh ist jetzt in dem Fall die höchste Spitze, da gehe ich mal ganz ran mit meinem Zirkel, steche hier unten an der Kante ein, drehe, also schlage das Zirkelmaß einmal nach hinten und dann merke ich schon, ich komme hier tatsächlich raus, ungefähr hier oben an dieser Vorderkante, also das passt so, das kann ich so akzeptieren. Und wenn ich jetzt noch ein drittes Mal nach hinten schlage, den Bogen, den Kreis, dann komme ich also wirklich an der Hinterkante raus. Das funktioniert hier auch im Großen und Ganzen. Dieser Fuß erscheint menschlich. Das ist natürlich jetzt schon mal sozusagen von einem Menschen in diese Kunstform oder handwerkliche Form übersetzt. Da ist es natürlich immer etwas anders und nicht die wirkliche Realität. Aber ich kann mit dem Grundprinzip wundervoll arbeiten. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt hier einsteche, hier unten an der Unterkante des Sockels und hier hochgehe, merke ich, okay, das Gewölbe ist auch ein halbes Zehntel hoch. Also man merkt das hier, wenn man mal richtige Menschen beobachtet oder Modell stehen lässt, dieses Gewölbe hier zum Bein hin, das ist ganz schön hoch und zieht hier massiv nach oben, dass das hier richtig hoch wird. Also da ist wirklich Material, wohingegen vorne das natürlich ganz schön flach sein kann. Und je nachdem, ob die Person vielleicht krank ist oder so, kann es natürlich auch Plattfüße haben. Also das passt hier recht gut. Auch von der anderen Seite kann ich natürlich nochmal überprüfen das Ganze und sagen,
Ich mache jetzt hier mal schnell meine drei Schläge und merke, hier komme ich nicht rum, dass das auch hier nach hinten passt. Also dass das Bein, das Schienbein, wo das eben so startet, dass das den ja, Quadrat, die Quadratfläche eines Zehntels der Person oder eines halben Zehntels der Person hat. Ja? Und hier eben das Gewölbe auch ein halbes Zehntel hoch ist und auch die Breite des Fußes also bei einem halben Zehntel liegt und hier vorne das Ganze eben ein Zehntel ist. Ja? Damit kann ich wundervoll arbeiten. Natürlich kann mich die Schräge ein bisschen irritieren, dass ich an diesen Schrägen nicht immer so gut abmessen kann. Deshalb ist es doch besser, sich die Linien hier runter zu ziehen und dann immer die flache, also die gerade Seite abmessen, dass man sich da nicht grundlegend vermisst. Desto größer die Figur ist, desto mehr Fehler kann man natürlich machen. So, jetzt habe ich ja gar kein Problem, hier irgendwie das gut hinzubekommen. Ich bewege mich jetzt hier einfach mal der Übung halber in den Maßen meines Holzes, sonst würde das halt die Figur definieren. Das bezieht sich natürlich auf die Gesamtgröße der Figur. So, ich habe also 6 cm abgemessen und das teile ich jetzt einfach durch 3 entsprechend. Hier vorne wäre also 2 mal ein halbes Zehntel, ein ganzes Zehntel und dann gehe ich auch nach oben mit den 2 cm und das kann ich von mir aus auch noch mal unterteilen, sage okay, diese Zehen sind jetzt hier so hoch und das Gewölbe ist jetzt mindestens mal so hoch. Hier hinten bleibe ich einfach im Rahmen dieser 2 cm und ja, trenne das einfach mal hier so ab oder mach's gerade und alles, was jetzt Individualform ist, das müsste ich jetzt halt hier noch weiter reinschneiden und diese kleine Zwischenform hier nochmal, also das geht nicht einfach nur stur daran, sondern da ist nochmal wie so eine schöne Zwischenform, die das Ganze sehr, sehr plastisch macht. Also da nicht irritieren lassen. Es geht eigentlich hier vorne um diese Fläche, ja, die muss eben nach unten gehen. 2 mal ein halbes Zehntel insgesamt. Ein Zehntel und hier hinten ist es dann wirklich ein halb und hier ein Zehntel. Das kann ich mir mal so grob aussägen. Säge einfach mal hier so rüber, zack, zack. Und schnitze mich dann daran und dann gehe ich nochmal auf das Ablesen der Form ein. Es geht ja nur um die Grundform. Denn wenn ich die Grundform einmal schön habe, macht es mir auch das ganze Leben leichter, an die Details ranzukommen. Und das ist einfach mal ein Grundprinzip, was man ja auf alles beim Schnitzen übertragen kann. Mein kleiner Fuß ist jetzt hier eingespannt. Ich zeichne mir einfach mal schnell hier kurz eine Mittellinie auf. Ich kann auch an der Seite noch ein bisschen mehr wegnehmen, aber im Großen und Ganzen weiß ich ja jetzt, der hat eine Breite von 2 cm, also auf diese Größe des Fußes gerechnet, wären das eben entsprechend dieses halbe Zehntel, weil er ist ja 6 cm in der Gesamtlänge, da kommt also vorne 4 cm raus, was eben diesem Zehntel entspricht, wenn ich wirklich von dieser oberen Schienbeinkante messe und hinten hätte ich dann also ungefähr 2 Quadratzentimeter, was auch ein halbes Zehntel ist. Und genau, diese ganzen Dinge muss ich ja nicht jetzt wiederholen, das habe ich ja am Anfang gesagt. Jetzt geht es aber nochmal darum, die Form abzulesen. Die will ich ja jetzt hier anlegen. Also grundsätzlich muss ich erstmal das links und rechts wegschneiden. So, und dann geht es ja an die Form ran und da merke ich, hier ist eine schöne Fläche. Wenn ich von oben hier runter schaue, merke ich, ich kann mir das hier ungefähr durch 3 Teile teilen. Also wäre das dann hier ungefähr so viel, wenn ich jetzt sage, das ist innen, wo ich diese Fläche wirklich hier richtig schön einarbeiten muss, ja, und dass auch hier innen nochmal was wegfällt, also muss ich noch weiter daran, dass das ungefähr so hier wird, ja. Aber eben erstmal eine Schräge. Hier ist es natürlich nicht ganz so viel, was weg muss.
Aber in Bezug auf diesen Punkt gesehen, ist das hier schon einiges an Platz her, was da rauskommt. Also die Ferse hinten ist total schmal. Wenn ich jetzt mal messe, ja, dann kann ich dieses halbe Zehntel nochmal durch vier teilen, also ein Dreiviertel von diesem Zehntel, also von diesem halben Zehntel hinten ist die Ferse ungefähr breit. Da muss ich wirklich einiges nochmal runterarbeiten, dass diese schöne Kurve hier innen entsteht, ja, und dieser Punkt hoch stehen bleibt. Kann ich notfalls erstmal ein bisschen mehr stehen lassen, aber ich muss es immer im Auge behalten, wie sieht das alles aus. Und hier vorne von oben gesehen, da hatte ich ja vorhin hier eingestochen und so ein bisschen diesen Kreisbogen geschlagen. Das mache ich jetzt mal ein bisschen nach Gefühl. Ja, das passt nicht so ganz. Da muss ich weiter nach da. Aber ich merke, ich kann hier auch ganz schön was wegarbeiten und dann gehe ich natürlich an die Detailform ran und mache hier meine 1, 2, 3, 4. Der kleine Zeh ist dann wirklich sehr weit zurückgezogen, Zehen ran und schneide mir das erstmal zurecht. Und auch hier auf dieser Seite sehe ich halt, ich habe hier wirklich eine schöne Fläche, ja. Und wenn ich mal den Stahlmaßstab so ein bisschen um die Form biege, merke ich, wow, das ist eine richtig schöne Spannung. Also wenn ich die Fläche hier mache, ich kann das zwar mit einer Fläche anlegen, aber ich muss mir bewusst sein, die Kanten, die hier entstehen werden, wenn ich jetzt hier die nächste Fläche schneide, die muss ich halt wieder rund arbeiten, dass wirklich eine schöne, gespannte Form entsteht. Auch hier sehe ich, wenn ich das mal ein bisschen randrücke an die Form, das ist total rund gespannt. Aber auch hier kann ich gleich wieder notieren, dass ich da mit einem Hohleisen hier das extrem gut anlegen kann. Ja? Diesen Absatz zum eigentlichen Fuß hin von den Gliedmaßen und auch hier vorne zur Kante der Fußnägel hin, die ja manchmal so ein bisschen scharfkantig rauskommen, kann ich hier mit einem schönen Schnitt diese Linie anlegen, verfolgen und dann auch hier oben runter stechen entsprechend und diese Stufen bilden, weil diese Form ja sehr genau gerundet und gespannt sein sollen und da kann ich dann Hohleisen einsetzen entsprechend und die Form der Werkzeuge nutzen. Ja, ich arbeite das erstmal ab und komme dann auf die Flächen der Form zu sprechen. Ich lege das gerne mal mit diesem Geißfuß ringsherum an, dass ich erstmal die Grundform schneide, die ich von oben sehe. Und dann nehme ich sehr gerne so ein Balleisen. Oben hin zum Bein muss ich natürlich ein Hohleisen nehmen, dass ich auch den Schwung, der zum Knöchel hingeht, hinbekomme und den Knöchel nicht wegschneide, hauptsächlich ihn nicht wegschneide. Aber diese Flächen hier links und rechts lege ich doch mit dem Balleisen an, mit einem einseitig geschliffenen. Ich lege die Phase unten an, dass der Schnitt auch wieder rauskommt. Wenn ich feinere Schnitte mache, muss das nicht zwangsläufig der Fall sein. Aber hier Phase unten anlegen, dann über die Form schneiden. Ich merke, da ist halt noch ein bisschen viel und ich will den Sägeschnitt sowieso weg haben. Und dann habe ich gleich diese drei Flächen mit einem schönen Schnitt hinbekommen. Arbeite auch wieder an der Außenform, die ich ja jetzt noch konkreter schneide. Und da sieht man, die Zehen sind halt richtig schön flach. Da kann ich erstmal so einen Schwung anarbeiten. Dann wird das etwas bauchiger, die Form, die nach oben hin anschwellt. Und das mache ich halt wirklich konsequent mit diesen drei Flächen, die ich dann genauer ziehe, ja, konkreter, feiner werde. Das sind jetzt so ein paar Schnitte, wo ich mich an den Knöchel heranarbeite, dass ich halt diesen Schaft des Beins oben dünner mache und unten am Knöchel ja ein bisschen was wegschneide. Und dann auch ganz wichtig hier diesen Schnitt zu den Zehen hin, dass ich praktisch die Glieder mit diesen zwei Schnitten rausbekomme. Ich mache halt vorne einen Schnitt, dadurch kommen ganz vorne die Zehennägel praktisch raus, das erste Glied. In der Mitte bleibt das ein bisschen stehen, wo das so leicht angewinkelt ist meistens bei den meisten Menschen. Und
hinten zum Fuß hin wird es wieder etwas tiefer und dadurch habe ich die drei Glieder schön gezeigt und zeichne jetzt die Rillen auf, zeichne mir meine fünf Zehen an und steche jetzt halt diese Stufen von oben ab, dass ich eben die Detailform hinbekomme. Und wenn ich das mache, merke ich meistens, es ist noch etwas zu dick, dann kann ich wieder alles entsprechend nacharbeiten. Muss halt nur aufpassen, wenn ich oben drüber schnitze, dass ich die kleinen Kanten nicht zu sehr wegbreche. Man kann das ja alles wieder verschnitzen, aber sollte halt dann vorsichtiger arbeiten im Großen und Ganzen. Ich habe das Ganze jetzt mal ausgespannt und will jetzt mal überprüfen, ob meine grundlegenden Überlegungen gestimmt haben und ob ich das jetzt hier auch hinbekommen habe. Es geht ja erstmal um die grobe Anlage. Das will ich gut und vernünftig schaffen. Ich mache hier meine Zirkelschläge. So, und da ziehe ich jetzt wirklich mal einen Strich beim Einstichpunkt und verlängere das möglichst im rechten Winkel nach oben. Ja, und es funktioniert. Also ich komme hier oben an diesem Punkt raus. So hinten, das passt auch, was hier rauskommt. Also ich bewege mich hier im Rahmen des Vernünftigen. Es geht ja nicht hier um Millimeter oder irgendwas. Also das brauchen wir natürlich gar nicht erst anfangen. Hier ist es etwas mehr. Das habe ich auch gemerkt, als ich die Zehen gemacht habe. 1, 2, 3, 4, 5. Immer nochmal überprüfen, dass hier etwas zu viel war. Also da kann ich natürlich gleich mal anfangen. So, die Anlage stimmt natürlich, dass ich hier diese drei Flächen habe, dass die hier in so einer S, oder ja, von hier ist es mehr hoch, dann geht sie hier so rein. Also die biegt sich hier so richtig schön rein. Die läuft relativ einfach hier oben drüber und die ist hier etwas flacher und wird dann steiler, dreht sich hier so mehr ein. Also das muss ich irgendwie in mein Gefühl bekommen. So, alles, was ich jetzt hier hinten noch weitermache, das ist ja dann schon fast ein Ausmodellieren. Hier habe ich natürlich die Knöchel, die hier anfangen. Und das Ganze ist nochmal so spannend schräg versetzt, dass ich hier ungefähr den Punkt habe, der ist etwas weiter hinten, nicht ganz in der Mitte. Und hier haben wir das Phänomen, dass der ein bisschen höher sitzt, aber dafür mehr hier vorn, dass die Achse ungefähr so liegt. Ja, also nicht einfach nur genau gerade schräg, sondern nochmal verdreht nach vorn, dass das der Punkt hier etwas weiter vorne. Ja, und das ist wirklich etwas tiefer hier vorne. Läuft es dann relativ flach aus und hier hinten ist es dann schärfer und auf der anderen Seite ist es ein bisschen anders. Das muss man sich dann nochmal genau angucken bei den Modellen im Detail. So, hier oben das Dach stimmt auch in der Höhe. Also ich kann vielleicht an dem Punkt noch geringfügig ein bisschen tiefer gehen, wenn ich das aber mache. Muss ich natürlich alles andere wieder nacharbeiten, dann ist das ab hier vorne jetzt wirklich zu hoch. Und hier merke ich es halt wirklich, dass hier noch zu viel Masse drauf ist. Da muss ich halt nochmal nachgehen. Gehe hier wirklich nochmal runter. Das spürt man dann, ob man da zu hoch ist. Werden einem vermutlich dann auch andere sagen. So, und hier meine Flächen wieder nacharbeiten. Ich kann das jetzt nicht so gut eingespannt schnitzen, weil ich sonst das nicht so gut sehe, beziehungsweise es geht jetzt hier halt einfach mal so besser. So. Einfach die Flächen nachgegangen.
Also es gibt so eine Form, wo man es anlegt, dann eine, wo man es so ein bisschen schnittig durcharbeitet und dann kommt sozusagen danach dann nochmal dieses Feinausarbeiten oder Sauberschnitzen. Der große Zeh, so ein bisschen extra Wurst für sich, der meistens noch so eine eigene Form hat. So, und dann gehe ich halt wieder rein, schnitze dann die Rillen hier rein und komme dann allmählich zum Ziel. So, und alles, was jetzt kommt, wäre eben dann Ausarbeitung. Ich denke, die Anlage haben wir geklärt. Man kann das wundervoll systematisieren. Man muss sich eben diese Grundformen mal angucken am lebenden Modell oder Anatomiebücher, eigene Skizzen, Modelle machen und dann auch diese kleinen Übungen schnitzen, weil die gelingen meistens ganz gut, auch wenn man so ein Auge mal für sich schnitzt oder so einen Fuß oder einen Kopf oder was es auch sei, weil man sich wirklich mehr konzentrieren kann auf diese kleinen Formen. Ja, wenn ich jetzt eine ganze Figur schnitze, dann wird es natürlich sofort sehr komplex und dadurch auch komplizierter. Das hilft mir halt, mich auf diese kleinen Dinge zu konzentrieren und ja, hilft mir, das mal durchzuüben, zu proportionieren. Hier hinten eben ein halbes Zehntel, dann hier vorne kommt ein Zehntel raus, das ist ein halbes Zehntel breit und so weiter. Ja. Und die Knöchel, die sitzen halt hier so schräg, dass der innere höher ist, der äußere tiefer, der innere sitzt weiter vorne. Also dass ich da diese ganzen spannenden Details habe, diese schöne Anlagefläche hier oben, das Gewölbe, ja, was sich hier durch diesen Schnitt wiederum bildet, der hier etwas flacher ist und dann da steiler reinläuft und so. Also das muss man einfach mal so in Fleisch und Blut bekommen. Hier mit dem Hohlbohrer hier entlang schneiden, hier unten auch, um die Glieder anzudeuten, der Zehen und sich auch mit dem großen Zeh nochmal zu beschäftigen. Und wenn ich dann hergehe und sage, ich steche hier halt rein hier oben und schnitze hier jetzt noch entsprechend meine Nägel und alles. Das wäre dann der nächste Schritt, dass man dann alles weitere ausarbeitet und es sauber schnitzt und stimmig macht. Gut, ich werde es dabei belassen. Ja, es war schön, dass du mit dabei warst. Gib mir hier gerne einen Daumen nach oben. Du weißt, das Ganze profitiert auch von deiner Interaktion, dass diese Videos mehr Leuten angezeigt werden und dass es überhaupt auch mehr Leute sehen. Dann like das doch auch gerne, schreib einen schönen Kommentar oder auch was Kritisches oder was dich irgendwie angesprochen hat, dann gerne in die Kommentare, dass ich auch selber mich hier weiterentwickeln kann und vielleicht auch neue Themen oder Anregungen finde. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir auch viel Freude mit deinen Schnitzarbeiten. Ich hoffe, du konntest diese groben Schnittabfolgen so ein bisschen verinnerlichen und umsetzen. Lass dich davon gerne inspirieren. Das Ganze lebt am Ende davon, dass du das auch ausprobierst und umsetzt und an deinen Figuren oder Arbeiten einfach mal durchführst oder was du halt gerne schnitzt, wenn es dann vielleicht Masken sind, kannst du natürlich auch mit groben Schnittabfolgen dir ein System, ja, bilden und überlegen, wie du das gut machen kannst, die Hauptformen eben herauszuschneiden. Und dafür, denke ich, hat es ein bisschen Anregungen geliefert. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn es dir weiterhilft. Schau gern beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich hier versuche, eine Schnitzübung zu machen oder ein anderes Thema bearbeite. Vielleicht auch mal zurückschauen bei der Büste, die ich modelliert habe. Denn das ist ja eigentlich auch so diese Grundarbeit, woran man ganz viel rausfeilen kann, dass man am Ende vielleicht auch eine schöne Form hinbekommt. Also gerne davon auch mal anregen lassen und was ausprobieren. In diesem Sinne wünsche ich dir aber viel Freude mit deinen eigenen Arbeiten. Bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.